Aber das war eine schlechte Entscheidung, weil du warst schlecht vorbereitet. Und der dritte Fokus wird irgendwo in diese Richtung sein. Guten Tag. Rare gäbe es da auch noch irgendwo. Dich brauche ich eigentlich gar nicht. Aber du brauchst mich wohl. Ja, da habe ich den Bodeneffekt einmal unterbrochen. Ist allerdings zerschlagen. Das hört sich jetzt nicht etwas an wie Schreckensgebrüll wird mich vieren, ne? Ja, Schreckensgebrüll. Jetzt wissen wir es zumindest. Diese, das ist das, warum ich es nicht wollte. Schlagen wird wahrscheinlich irgendwelche Rüstungs-Debuffs mir geben. Wenn dann so klar sichtbarer Bodeneffekt ist, dann ist das eigentlich, ja, Spieler, du willst da raus. Und selbst wenn du nicht die höchste Grafik mit projizierten Texturen hast, dann sollst du es trotzdem sehen. So, ich würde mir gerne den Ware besorgen. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt mal in die Richtung an den Hexen vorbei, machen dann nämlich die Käfige. Dann müssen wir noch nach den Matronen schauen und wir brauchen auch noch Talismane der Kontrolle. Käfig auf. Oh, jetzt müssen wir natürlich schauen, ne? Mit meinem Glück. Ich habe halt Angst, dass ich dann zu viel bekomme, weil ich mich hier einfach durchschleichen will. Scheint jetzt erstmal geklappt zu haben. Da vorne ist der Wehr. Was kannst du denn? Kannst du denn was? Oder hast du einfach nur eine hübsche Textur bekommen? Ja, gut, ein Problem weniger. Der macht dann den nötigen Schaden, den ich nicht habe. Und ich lass mich halt hauen in der Zeit. Wobei auch Mr. Blauer Kavenzmann her ist, genau. Bei dem Namen sieht man wieder, ne? Es gibt ja das Schöne von Barlow, der mal seinen Blog über Hexer gemacht hat. Der gesagt hat, die Diener haben entweder Namen von islamischen Extremisten oder finnischen Langläufern. Und hier hätte beides gepasst. Wobei bei der Version von Barlow mit Video stand, glaube ich, dann Holdriu dabei oder sowas. So, es gibt hier noch irgendwie die Talismane. Dann würde ich doch mal sagen, wir schauen mal, ob wir die vielleicht finden, während wir die Das wäre so einer gewesen, der ein Talisman gehabt hätte. Das ist jetzt Oh, du kannst auch ein Talisman haben. Du auch. Ich, schmieg mich hier gerade so an den Berg, wegen dem Großen, der da langläuft. Irgendwann bei irgendeinem hier auf dem Weg hin und her werde ich den auch holen. Ich kenne mich da. Und der Boden bebt sogar. Das erinnert mich ein bisschen immer an die Höllenfeuer-Halbinsel.
wo dieser riesige Elite rumstampfte und wenn auf einmal der Boden bebte und dann auch so kam, dann wusstest du, oh Scheiße, ich bin jetzt gleich am Friedhof. Teufelshelfer war das. Ne? Teufel. Irgendwas bei Teufel. Aber der war halt wirklich höher als ein Haus. Und ja, du hast es nicht mehr gesehen, du warst einfach nur tot. So, die Matronen. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Bei dem müssen wir schauen. Wir haben sogar noch einen Trank, der Schaden macht. Eventuell hätten wir es bei den normalen Quests auch helfen können. Können wir mal testen. Ja, nicht wirklich. Mal schauen, vielleicht, warum das halt bei den Matronen zuordnet ist. Also entweder könnte es sein, dass die wirklich mehr Schaden dadurch nehmen. Oder vielleicht beschwören die so ganz viele kleine Ads, die man dadurch wegbraten kann. Und warum steht... Ah ne, warte mal, seid ihr alle da hinten? Dieser Kreis auf der Minimap sieht ein bisschen seltsam aus. So, als wären die alle drei übereinander. Heieiei, das ist jetzt allerdings... Eieiei, will ich nicht, ihr seid zu viele. Warum kommt da so eine riesen Truppe an, auf die ich nicht vorbereitet bin? Ich glaube, gegen euch bringt das nichts, ne? Warten, Stress. Es ist früher Morgen für mich. Lasst das. Kaffee kalt wird. Das hätte auch gut schief gehen können. Ja, das hier finde ich, ne? Guck mal, die stehen da alle drei übereinander. Wahrscheinlich bilden sie gerade einen Hexenzirkel. Ja, die machen da wirklich irgendeinen Schabernack. Frage ist, noch mal schauen, das machte Naturschaden und schwächt Matronen deutlich, okay. Weil es sonst Elite wäre. Sonst sieht es hier nicht super voll aus. Jenseits eurer Vorstellungskraft. Ja, die anderen sind da nicht reingelaufen. Ich bin fast tot. Ich werde sterben. Ja. Das war belastend. Es sah jetzt nicht so aus, also das Problem war, dass die zwei von denen nicht direkt mitkamen, sodass ich zweimal das Ding werfen musste, was mich schon ein bisschen Zeit gekostet hat. Allerdings am Anfang stehen die, glaube ich, so weit auseinander, dass man das auch nicht mit einmal erwischen kann. Sollte man vielleicht trotzdem den Trank vor dem ersten Pull schon mal auf eine werfen? Werden wir gleich mal rausfinden. Was hat mir denn der... Ah ne, doch nicht Postmeister. Ah, das wird hier mein Wasserschreiter Ding sein, obwohl ich das ja auf dem Krieger schon bekommen habe und eigentlich nur einmal bräuchte. Ich dachte, das bekommt nur der Charakter, der den nötigen Ruf bei Ned Pagel damals hatte. Und ich meine, das hätte ich nicht mit mehreren gehabt. Und zumindest, vor allem nicht mit diesem Charakter hier.
Warte mal, eine Matrone haben wir trotzdem schon geschafft. Hier herrscht unser Meister. Ja, es kommen trotzdem beide, aber die andere ist gerade noch hinten. Oh, ich hätte mich gleich komplett hochheilen sollen, bevor ich den Kampf starte. Das war jetzt ganz doof. Komm, hau die Matrone noch um, bitte. Ich werd alt. Oh, dann haben wir die Sachen alle. Auf zur... Ja, einfach durch. Geronimo. Ja, reiten wir mal gegen das Holz. So, dann warte ich jetzt mal. Wer kommt alles? Na? Die Hexe schießt auf mich. Kommt aber nicht hier rum. Ist jetzt abgehauen. Wollen wir dann? So, die Talisman habe ich. Dafür bekomme ich ein Schmuckstück, das ein ganz klein wenig besser ist als das Relikt. Richtig hat ausgetauscht, glaub schon. Ich sollte gleich auch mal wieder kurz das Mammut holen. Bis zum nächsten Mal. Wie kann ich helfen? Das haben wir beendet und das auch. Gorak-Tul müssen Schlag wir jetzt schnell und hau zu. Da habt ihr euch umplatziert. Das heißt, ihr werdet mich wahrscheinlich begleichen. Bin gleich für euch da. Muss mal kurz hier... ja, möge dir vielleicht finden, nicht die beste Stelle, um das aufzustellen. So, erstmal alles verkaufen, wo das Goldzeichen dran ist. Das hatten wir ausgetauscht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das wollte ich irgendwann mal anderweitig verwursten, daran erinnere ich mich. Das brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht. Und dann ist es jetzt ein wenig besser wieder taschenmäßig. So, was wollten wir machen? Gorak-Tul. Der ist auf der anderen Seite des großen Baumes. Auf der anderen Seite von irgendwas. Hab gedacht, das sei ein Baum. Es kann auch einfach hier dieses zerrissene Land sein. Ja, und jetzt sind die auch bei mir. Das heißt, da wird irgend... Ah! In der Krypta. Da, eine Tür! Im Baum! Will niemand etwas zu diesem gigantischen Weidengolem sagen? Denn ich finde, das sollte erwähnt werden. Eine Krise nach der anderen, mein Junge. Ja. Die Hexen haben in dieser Gegend eine mächtige Kreatur entfesselt. Vernichtet sie! Vielleicht. Servus. Das heißt Servus in seiner Sprache. Ich bin ganz sicher. Elite. Da gehe ich mal von aus, die beiden anderen helfen mir einfach. Und deswegen ist das kein Problem. Kannst ja mal testen. Ja, bringt bei dem genau nichts. Genug! Eindringlinge!
Das hier geht weit über euren Verstand hinaus. Ich hole zurück, was mein ist. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ja, schade. Hätte ich gerne aufgehalten. Komme ich hier ganz halt. Ja, ich glaube, ich will hier raus, ne? Was ist das da? Flüchtet aus der Kammer. Kann ich hier aus der Kammer flüchten? Nein, kann ich nicht. Ich muss wirklich dahin. Ja. Ist, weil man hier einmal wahrscheinlich im Kreis rennt, ist in diese Richtung der Ausgang. Ja. Man könnte auf der Treppe die ganze Zeit getroffen werden, was mir jetzt wirklich nicht passiert ist. Ja, moin. Da ist ja einiges passiert draußen. Seid gegrüßt, Champion. In den Hallen des Drustkönigs war das. Verwendet den Blutverwüster, um die Hexenstreitkräfte auszulöschen. Mast und Schuhe. Ich habe aus den Talismanen einen großen Talisman der Kontrolle angefertigt. Benutzt ihn an dem Verwüster. Wir reiten auf diesem Monstrum in die Freiheit. Haha! Mehr als das. Wir werden sie damit vernichten. Kommt, Leute. Alle aufsitzen. Kommen wir da mit allen Leuten rein? Ja, gut. Wir können zerschmettern. Wir können stampfen und wir können schneller sein. Und wir müssen hier durch bis 100%. Vom Grab im Nordwesten können wir Signal setzen, um abgeholt zu werden. Aber bevor wir gehen, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und ihre Armee etwas aufreiben. Ja, schon dabei. Ein kühnes Manöver. Die Waffe des Zirkels gegen sie zu richten, birgt eine gewisse Befriedigung. Das erdbebenartige Stampfen ist ganz köstlich. Ja, ja, köstlich. Ja, machen wir alles mit einem Hieb quasi weg. Nur die Großen nicht. Da müssen wir vielleicht ein paar Mal draufhauen. Oh, suchen wir mal neue. Das da drüben ist dann doch ein wenig zu langsam. Hätte ich jetzt mal beschleunigen können. Aber ist so immer noch okay. Da komme ich nicht lang. Ich bin ein wenig groß. Und hänge an irgendwas fest. Die Übersicht ist ein wenig eingeschränkt. Hoffentlich wäre ich nicht bei 100% einfach aus dem Ding rausgeschmissen, mitten in den Gegnern. Wobei es nicht ganz so voll ist, wie es jetzt ausscheint. Die meisten werden nur in dieser Phase sein. Aber ich möchte halt trotzdem dem nicht mitten im Feindesgebiet abgesetzt werden. Wir sollten uns zum Grat in nordwestlicher Richtung bewegen. Von dort sollte Arums Wehr unser Signal gut erkennen. Ist es bald vorbei? Bitte sag mir, ist es bald vorbei? Alles gut. Ich latsche hier einfach in die Richtung. Ja, das schneller bewegen. Ja, es ist schneller, aber es ist nicht schnell. Wie kommen wir jetzt zum Signalpunkt? Ist das hier? Hier nicht runterfallen. So, hier ist der Signalpunkt. Neuigkeiten? Lebt wohl. Unsere Greifenreiter warten nur auf dieses Signal. Der Wald kann jetzt gefahrlos überflogen werden.
Ich hoffe nur, sie beeilen sich. Ja, wäre schön. Oh, von hinten. Guten Tag. Dann schwenke ich mich mal hier drauf. Hoffe ich. Ja. Waren wir denn hier fertig? Dass wir hier rausgeflogen werden? Ja. In Aromswehr geben wir das wohl ab. Warum sind die anderen so viel schneller als ich? Ich bekomme immer den langsamen Greif. Das ist ein Skandal. So. Inquisitorin. Allzeit bereit. Mast und Dank für eure Unterstützung. Ich werde Fräulein Lucilla von unserem Erfolg berichten. Mir schaudert vor dem Schicksal, das mich erwartet hätte. Wärt ihr und die Inquisitorin nicht gewesen? Nicht tot zu sein, sagt mir sehr zu. Der Glutorden trotzt ein weiteres Mal Gorak'thul. Und mit Verbündeten werden wir auch weiterhin standhalten. Günstige Winde. Champion heißt das. Aber okay, bin ich wohl nicht wert. So, das hier haben wir. Das ist immer noch den einen, den wir nicht machen wollten. Genau, das heißt... Wir wollen jetzt wohl mal nach Korlach. Da würde ich doch sagen, bietet sich doch die Straße an. Die hier irgendwo lang führt. Tendenziell ist das die falsche Richtung. Die hier ist, glaube ich, besser. Wer baut denn hier so eine Stadt mitten in... Warum willst du hier in der Gegend eine Stadt haben? Das sieht nicht aus wie perfektes Weideland oder Ackerland. Das ist nicht warm, das ist nicht hübsch, es ist... einsam in erster Linie. Es gibt da vorne ein Ware. Den ich fast nicht gesehen hätte. Kralle. Schauen wir doch mal, was wir hier so mit einen Schaden machen können durch unsere Verteidigungsfähigkeiten. Ja, pick du mal ein bisschen. So, und jetzt hat sich gleich ausgepickt. Irgendwann mal. Ich habe wieder überhaupt keine göttliche. Ein Management von dieser Ressource ist suboptimal. Aber jetzt brauche ich der Straße schon fast nicht mehr folgen. Huch! Fast übersehen. Hier ist was. In welche Angelegenheit kommt ihr zu mir? Du hattest ein Ausrufezeichen. Ermächtigt den ewig lebenden Zweig. Was? Und Amalie Eichensucher finden. Hütet euch vor unbekannten Gesichtern. Ja, werde ich machen. Eschenmal, Eibenmal, Erlenmal. Ich und mein Baum. Schauen wir mal einfach, was da an den Bäumen zu machen ist. Die Pilze laufe ich drumherum. Och, guck mal, die armen Füchse hier haben da irgendwelche ekligen Gewächse. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich an den Bäumen machen muss. Ich werde erstmal den hier machen, weil der ist in.
Nein, nein, nein. Oh, da gibt's noch was. Eschenwald-Relikte einsammeln. Das ist erstmal das Mal. Wo gibt's die Relikte? Werden wir gleich noch rausfinden. Für die Sporen! Ja. Werden wir gleich mal rausfinden. Die Relikte. Was könnten denn hier Relikte sein? Die werden gedroppt von denen. Sehr gut. Das leuchtet jetzt. Hab das Licht angemacht. Stirbt! 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 Die Sporen kommen immer mit. Das ist allerdings noch im verkraftbaren Bereich. Hinten ist das nächste Mal. Ja, machen wir noch ein paar Pilze auf dem Weg. Oh. Eieiei. Das ist aber ganz viel auf einmal hier. Party! Wie habe ich denn so viel pullen können? Ich bin doch einfach nur hier hingelaufen. Dann kam es von allen Seiten auf mich zu. Ein bisschen Zeug für meine Tasche. So, und wenn ich das richtig sehe, wird uns am dritten Mal auch eine Schatztruhe irgendwo erwarten. Dann gehen wir jetzt durch. Wenn ich jetzt hier durchgehe, pulle ich von links und rechts. Deswegen gehe ich lieber direkt links. Wir brauchen ja eh noch ein paar Relikte, ein paar viele. Wir verlassen diesen Körper. Ey, du warst tot. Du konntest die Fähigkeit gar nicht nutzen. Ein Skandal wieder. Die Kiste wird wahrscheinlich da im Baum drin sein. Oder auch nicht. Schauen wir gleich noch. Da hinten komme ich hier so raus. Ja, war vielleicht nicht der Sicht, Perspektive. Werdet eine von uns! Nee, heute mal nicht in Fungilaune. Wir brauchen immer noch ein paar Relikte und Amalie könnte, sind wir fast in der Nähe. Oh, Amalia. Wenn wir mal kurz noch ein paar Sporen vorher machen und Pilze brauchen wir eh noch, von daher ist das okay. Okay, da müssen wir wohl rein und den. Sterbt! Töten! Töten! Yeah!
Der bewacht die Amalia.